Gut. Und diese Musik ist immer sehr beruhigend, denn sie deutet darauf hin, dass es sich um einen Speicherraum handelt. Und im Speicherraum, man hört es an der Musik schon, weil sie so friedlich ist, wird in der Regel nicht gekämpft. Und wir speichern noch direkt mal. Was ich gerade noch sagen wollte, man kann natürlich das Spiel deutlich schneller durchspielen. Das ist durchaus, liegt durchaus im Bereich des Möglichen, ja. Aber ja, natürlich geht es auch darum, jetzt euch auch ein bisschen was. Klar, ich stelle mich blöd an, ich gebe es ehrlich zu. Ich verballer viel zu viel Munition, ich verbrauche viel zu viel Heil-Items, das ist einfach so. Aber trotz allem geht es ja auch darum, dass ich euch möglichst viel von dem Spiel zeige. Und dass ich auch in Ruhe alles tue. Und von daher will ich jetzt auch nicht hetzen, sondern will mir auch ein bisschen Zeit lassen. So, das ist auch ganz interessant hier. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir das... Ah doch, komm, ist egal, mach mal. Und zwar... Also man hat einfach gesehen, es wurde von der Umgebung... Es hat sich von der Umgebung hervorgehoben. Und das deutet schon darauf hin, dass man irgendetwas damit anstellen kann. Aber hier war, glaube ich, nichts mehr. Außer die schöne Musik. Ich finde die Musik echt cool. Boah, ich überlege gerade, wie die Musik im ersten Teil war von Resident Evil. In den Speicherräumen. Da gab es auch eine separate Musik. So. Hier runter. Heraufklettern können wir. Das ist eine Leiter. Ich gucke nochmal nach Schätzen. Wie gesagt, ich bin da recht aufmerksam. Ich möchte, ja, vor uns liegt gleich einer. Diese Lampe lassen wir erstmal hängen. Einfach so. Ich lasse erstmal hängen. Wobei, da ist der Schatz drin. Ach komm, komm, ich lasse das nicht hängen. Also es könnte sich rentieren, sie hängen zu lassen, ohne jetzt was verraten zu wollen. Aber scheiß drauf, ich mach's einfach kaputt. So, und hier hängen nämlich noch ein paar Dinge an der Wand. Bisschen was an der Decke. Die schießen wir runter. Nämlich zum Beispiel das hier, sieht sehr außergewöhnlich aus und ist auch in der Tat eine elegante Kopfbedeckung. So, und hier handelt es sich um einen weiteren Spinell. Und hier haben wir noch einen Spinell. Ja, hätten wir jetzt, glaube ich, so nicht gesehen, ohne dass wir diese Lampe runtergeschossen hätten. Ist eigentlich auch ein cooles Feature. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ehrlich gesagt. Got something that might interest you. Got a selection of good things. Und Fremder, Glück mit den Medaillen gehabt? Denk daran, du musst 10 oder mehr treffen, deine Spezialpistole zu erhalten. Okidoki. Ich habe mal erwähnt gehabt, dass die Pistole Goldenes Hühnerei gibt übrigens 3000 Peseten. Wäre eine Überlegung wert zu verkaufen, genau wie den großen schwarzen Barsch. Zumal der auch sau viel Platz wegnimmt. Alle verkaufen erstmal das ganze Zeug. Rubin können wir auch verkaufen. Also alle Dinge, die 10.000 Peseten genau kosten, können wir verkaufen. Ah, I'll buy it at a high price. Denn er kauft es zu einem hohen Preis. Das genauso. Gut. Und das ebenfalls. Die Dinge, die 3000 Peseten kosten, die müssen kombiniert werden. Das erkennt man daran. Wir haben hier ein rotes Katzenauge zum Beispiel. Das bedeutet, dieses Auge ist wahrscheinlich dazu da, steht ja da, Markierung am Stein legen nahe, dass er einst eingefasst war. Aber worin? Auf jeden Fall ein seltener Stein. Und hier haben wir Bierstein. An der Seite hat er 3 Aushöhlungen, wozu die gut sind. Und Maske mit Kerben. Eine Maske mit 3 Kerben, in die etwas hineinpassen könnte. Das bedeutet, wir können diese Katzenaugen als Beispiel jetzt in diese Gegenstände einsetzen. Das heißt, wenn wir dann quasi dieses kombinierte Objekt am Ende haben, also zum Beispiel die Maske mit den verschiedenen Steinen, die da reinpassen, dann ist diese Maske deutlich mehr wert, als wenn wir jetzt die einzelnen Gegenstände einzeln verkaufen würden. Ja, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. So, ich habe wie gesagt erwähnt, dass wir die Pistole nicht lange brauchen werden. Das liegt daran, dass wir diese Spezialpistole bald erhalten werden. Vermeintlich. Und wir können die Kapazität eh nicht erhöhen jetzt, von daher ist es völlig Wumpe. Das ist eine Überlegung wert. Aber, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist endlich das Sturmgewehr kaufen. Denn wir werden es definitiv brauchen. Das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt ein bisschen umdisponieren hier. Das machen wir natürlich auch, ist ja gar kein Problem. So, wir haben unsere 17 Millionen Eier. Und ich überlege echt, ob ich den Barsch verkaufe. Ja, muss ich. Ich habe sonst keinen Platz. Problem ist, ich glaube, wenn wir... Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir jetzt das Gewehr weglassen.
Was passiert denn dann? Ich weiß es gar nicht. Ob das Gewehr dann weg ist? Das wäre natürlich eher suboptimal. Deswegen müssen wir jetzt versuchen, ein bisschen Platz hier zu schaffen. Das ist natürlich immer ein bisschen zeitintensiv, das Ganze. Ich glaube, der Platz reicht schlicht und ergreifend nicht. Boah. Also wenn das... Ich probiere es jetzt, aber wenn ich wirklich dann... Ja, also der Platz reicht einfach nicht. Das ist einfach ersichtlich. Das reicht nicht. Ich muss den Barsch verkaufen. Ich probiere mal das Gewehr jetzt nicht im Inventar zu haben. Wenn das Gewehr dann weg ist, dann lade ich einfach neu. Und wenn nicht, dann ist gut. Abbrechen, ja. Ja, alles gut, super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, genau, den Barsch verkaufe ich und das goldene Ei verkaufe ich auch. Welcome. Alles klar. Gut. Dann. What are you selling? TMP-Munition könnten wir theoretisch auch verkaufen. Ich wollte euch ja die Waffe mal zeigen. So, alles klar. Die braunen Eier. Ach, ich habe so viele Hühnereier, ganz ehrlich. Die verkaufe ich auch. So. Sonst habe ich die nie verkauft früher, aber in diesem Fall. Wir können es ja totschmeißen mit Heilmitteln jetzt wieder auf einmal. Achso, da haben wir noch einen Barsch. So. Okay, ja, ist klar. Gut, ein bisschen Platz haben wir noch. Thank you. Könnten wir investieren in die TMP? Ich mache es jetzt einfach, wie gesagt, weil ich das Let's Play jetzt mache, um es euch zu zeigen, mache ich das jetzt. Zielfernschummel brauchen wir auch. Also ich kaufe jetzt noch diese ganzen Sachen hier. Wie gesagt, das dient halt... Wobei, mir fällt gerade was ein. Ich muss die gar nicht kaufen. Nee, ich muss sie nicht kaufen. Es hat einen Grund. Den Grund werdet ihr später erfahren. Wir kaufen nur das Zielfernrohr. Weil man damit schlicht und ergreifend einfach viel besser zielen kann. Und die TMP lasse ich nämlich weg. Weil wir haben nicht die Möglichkeit, hier wie zum Beispiel bei vorhin Resident Evil Teilen, Gegenstände in Kisten oder in Truhen zu legen und die später wieder aufzulesen. Haben wir nicht. Das heißt, wenn wir keinen Platz im Inventar haben, haben wir keinen Platz im Inventar und da haben wir halt einfach Pech. Und das TMP würde halt noch Platz verbrauchen quasi. Das wäre einfach nicht vonnöten, weil die Waffe ist halt einfach nicht so gut. Wir sehen es ja hier, Feuerkraft. Gut, ist es halt vollautomatisch, Pistole halt nicht so wirklich. Aber Feuergeschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit. Ich lasse weg. Ich lasse weg. So, Sturmgewehr. Da können wir schon ein bisschen was verbessern. Kapazität wäre jetzt Mumpitz. Aber wir müssen auf jeden Fall das verbessern, weil die Waffen werden wir noch brauchen. Pistole ist Blödsinn. Die 7000 PS können wir uns wirklich sparen. Und Kapazität lassen wir erstmal. TMP. Ich überlege gerade echt noch, aber... Ach komm, ich kaufe die jetzt. Scheiße, da unten. Komm, ich will die TMP kaufen. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, dass ich sie gekauft habe, aber... Schulterstütze noch dazu. Und jetzt sind wir einfach fast voll. Also wir müssen einfach hoffen, dass wir Energie verlieren, damit wir Eier benutzen können. Oder ich müsste sie verkaufen. Gut. Thank you. Den Fisch halten wir. Wir halten einfach alles. TMP. Na gut, wir haben nicht mehr genug Geld. Gut. Das war doch sehr spaßig jetzt. Und zwar kombinieren wir jetzt erstmal die Schulterstütze hiermit. Sie verschwindet leider dadurch nicht aus dem Inventar, sondern bleibt so bestehen, den Platz weg. Ist ärgerlich, ist aber so. Und das kombinieren wir hiermit. So, alles klar. Gut, Pistole können wir dann manuell nachladen. Wir können aber erstmal die Waffen nehmen. Machen wir auch. Und so sieht die ganze Geschichte dann nämlich aus. So. Alles klar. Eine vollautomatische Maschinenpistole. Gut, Karte aufrufen. Und da sind wieder blaue Dinger. Und der rote Punkt bedeutet, da ist unser Ziel. Da müssen wir hin. So. Das müsste jetzt eigentlich der Friedhof sein, weil es hieß ja, auf dem Friedhof und auf dem Bauernhof würden sich die blauen Medaillen befinden. Ich schaue immer wieder
dem hier. So. Und wo der Friedhof ist, ist auch die Kirche nicht weit. Sturmgewehrmunition. So, alles klar. So, ich muss gucken, wo die Gegner alle sind. Oh, da ist er. Ups. Mhm. So, du bleibst bitte. Wow. Das war ein sogenannter kritischer Treffer. Ey, wieso lädt er denn dauernd nach? Also irgendwie hängt mein Controller, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, ich werde nicht von hinten angegriffen. Nein, werde ich nicht, alles klar. So, prüfen. In diesem Grab sind Zwillinge begraben. Es ist eine andere Insignie. Vielleicht haben alle Gräber verschiedene. Das kann durchaus sein. Ich muss mal ein bisschen beobachten jetzt mit dem... mit dem Nachladen. Oh, ich drücke einfach zu schnell X, um wieder zu rennen. Das kann auch sein, dass es einfach an mir liegt, nicht am Controller. Dass auch mal ich schuld bin zwischendurch. Soll auch vorkommen. So, jetzt haben wir schon neue Medaillen. Prüfen. Diese Insignie habe ich schon mal gesehen. Aber vielleicht hängt ihr Aussehen vom Grab ab. Das kann sein. So, da ist noch eine Medaille. Da ist die Kirche, da ist TNT. Der Typ hat sich selbst umgebracht. Hier ist kein TNT, Quatsch, ist Dynamit. Ist echt dasselbe? Ich weiß nicht. Ist halt so eine Dynamitstange. Also eine einzelne Stange halt. Ich habe Angst, angegriffen zu werden, deswegen. Nein, ist nix. Oh, da ist was. Oh, da sind zwei Leute. Gut, dann lass mich mal kurz vorbei. Sehr aufmerksam, danke. Danke. Da habe ich die Totmessern. Okay, darf ich nicht. Ich liebe einfach den Begriff Messern, weil das einfach so stumpf ist. einfach nur Messern. So, danke. Ein früherer Kumpel von mir in der Schulzeit, der hat immer gesagt, kneifen. Also wegen Knife und dann, ne, kneifen. Ihr wisst ja. Tja, Leute, wir müssen jetzt ja auch kneifen, denn wir haben keinen Platz mehr. Ich habe es einfach nur befürchtet, mir war es einfach klar. Das ist aber nicht schlimm. Denn... doch, es ist schlimm. Es ist sogar richtig schlimm. Verdammte Kacke. Ah, ich hätte doch die Eier verkaufen sollen. Pass auf, ich mache jetzt etwas, was mir im Herzen wehtut. Aber ich muss es tun. Nein, tue ich nicht. Nee, ich muss die Eier verkaufen. Das hat keinen Wert. Ich habe zu viele Waffen. Ich habe zu viele Waffen. Ist auch gemein. Ich muss die Eier verkaufen, weil ich zu viele Waffen habe. Was können die Eier dafür, dass ich so viele Waffen habe? Das ist mir der TMP mal ein riesiger Fehler. Also Fakt ist, ich muss das jetzt irgendwie einsammeln noch. Sonst ist es weg. Und dann gehe ich zurück zu dem Händler. Ich werde es aber rausschneiden, dann keine Sorge. Und, ja, und 32 Schuss. Ich werde einfach ein Ei opfern. Ich opfere ein Ei. Das schmeiße ich jetzt weg direkt. Das passiert nämlich... dann passiert nämlich Folgendes. Alle Objekte außerhalb des Koffers ablegen. Ja. Ich mache erstmal die Kisten hier auf. Wird zwar auch ein Fehler sein, höchstwahrscheinlich und potenziell, aber... okay. Wobei, wenn ich jetzt so ein bisschen Munition erst verballere, dann geht's eigentlich. Endlich. Okay. Ich probiere es mal ohne Verkaufen weiter zu spielen. Ist natürlich riskant. Weil ich an so Spielen, ihr wisst es wahrscheinlich, ein kleiner Messi bin. Hier oben ist keiner mehr. Der hat es ja selbst umgebracht, der Idiot. Falls irgendwas hinterlassen hat, bekommen wir das jetzt nicht. Ist aber nicht so dramatisch. Wir haben eh zu viel Zeug. So.
Da ist nichts weiter. Also in der Kirche befindet sich etwas, wo wir hin müssen. Das Ding rührt sich nicht. Ist wahrscheinlich von einer Seite verschlossen. Dann können wir bestimmt durch den Haupteingang gehen. Lässt sich nicht öffnen. Dort ist eine runde Öffnung. Vielleicht passt etwas hinein. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Okay, danke. Also man könnte meinen, dass sie das aus Metal Gear Solid übernommen haben. Diese Sequenzen. Bei Metal Gear Solid weiß ja der Codec, nennt sich das Ding, glaube ich. Oh, hi. Gut, danke. Also seht ihr, wir sammeln Unmengen von dieser Munition jetzt. So, hier steht drei Familieninsignien der toten Zwillinge. Die Zahlenscheibe lässt sich nur im Uhrzeigersinn in 3- oder 4er Schritten drehen. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal zurück zu den Gräbern gehen und uns diese Insignien angucken, weil ich habe früher das immer mit einer Lösung gemacht. Ich probiere mal, ob ich das noch vielleicht in Erinnerung habe. Geil. Das ist ja geil. Ich habe so es einfach nur im Kopf gehabt. Ich weiß nicht warum. Du hältst ein grünes Katzenauge. Das waren also die Symbole, die dann jeweils auf die Zwillinge hindeuteten bei den Gräbern. Ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt unbedingt zeigen muss. Ich meine, prinzipiell hätte ich mir auch, glaube ich, wenn ich jetzt so für mich das erste Mal gespielt hätte, auch nicht die Mühe gemacht und jetzt mir die Gräber angeschaut, sondern ich hätte wirklich einfach rumprobiert, glaube ich. Bis man es irgendwann hat. So. In diesem Grab sind Zwillinge begraben. Es ist eine andere Insignie. Vielleicht haben alle Gräber verschiedene. Genau. Das ist einmal dieses. Das was? In diesem Grab sind Zwillinge begraben. Ist eine andere Insignie. Ja, also daran seht ihr das dann. Weil diese Insignie habe ich schon mal gesehen. Aber vielleicht hängt die aus dem Grab ab. Ja. Also ihr seht diese Doppelgräber. Da sind die Zwillinge begraben. Und hier sind dann die letzten. Diese Symbole muss man quasi auswählen. Also ich hätte es nochmal hingehen können vorher und nachschauen, aber ich habe es ja noch gewusst. Zufälligerweise. Nein, ich habe keinen Guide nehmen, den wirklich nicht. Das war wirklich einfach nur... Es war jetzt auch nicht schwer. 3x3, 3x4, 1x3. Also das kann man sich auch merken. Über Jahre hinweg. Halt die Gusch. Na, komm ein bisschen zu mir. Ich habe gar keine Waffe, das ist sehr gut. So, ich darf so nicht runtertreten. Also an sich ist die TMP vollkommen ausreichend, weil man den meisten Schaden eh durch, Scheiße. Durch das Treten zufügt. Das war jetzt doof. Ist egal. Also nicht doof von mir, sondern vom Spiel. So. So, also die 10 haben wir schon. Sogar ein bisschen mehr. Ist einer drin? Nein, ist er nicht. Okay. So. Und das war eine Schlange. Ein Hühnerei. Yeah. Sehr geil. Sehr geil. Ja, ich kann sie ändern, Leute. Kann ich es verwenden? Nein, nicht mal das kann ich. Ich kann auch den Barsch wegkommen. Ich glaube, der Barsch, der... Nee, ich will den Barsch behalten. Nee, will ich nicht. Ich will auch den Barsch wegkommen. Es gibt, glaube ich, 600 Pirsen, das ist auch nicht so die Welt. Ja, alles klar. Wir wissen einfach nicht, wert zurückzugehen und Sachen zu verkaufen. Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtigen anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als die des Amerikaners. Was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt andere als die vom Lord erwünschten Folgen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit der Ami sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen.
Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Sadlers Erlaubnis. Beim See ist ein Schlüssel, aber der ist sicher, seit der Lago von unserem Lord geweckt wurde. Niemand kehrt lebend vom See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners. Früher oder später wird er einer von uns. Und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. Ach, das denkst du, du. Du, ne? So. Ja. Also, bei den Schlangen ist es so, die greifen einen an, wenn man sie nicht vorher sieht, beziehungsweise vorher dann erschießt oder beziehungsweise messert. So, 13. Gucken. Zwei fehlen noch. Okay, einer ist noch im Friedhof. Das ist kein großes Akt. Da müssen wir eh nochmal hingehen. Das müssen wir nicht, aber können wir. Ich will natürlich alle einsammeln, ist ja logisch. Wobei ich mir gar nicht. Ich hole das. Ich mache das jetzt eben schnell. So viel Zeit muss sein. Sehe ich keinen großen Umweg jetzt. Also. Aber ich möchte dann schon alle sammeln. Da oben. So. Alles klar. Gut. Also irgendwie rentiert sich es gerade doch, dass ich die TMP gekauft habe. Das Problem ist ja, die Munition, die ist ja, also die Gegenstände, die man sammelt nach dem Ableben der Gegner und durch das Ableben der Gegner, erscheint ja vollkommen zufällig. Und das Problem ist, auch die Munitionsarten für die verschiedenen Waffen erscheinen zufällig. Das haben wir, glaube ich, alle Medaillen, ne? Ja, richtig. Das Problem ist, es könnte wirklich so sein, dass wir die ganze Zeit jetzt wie blöd die TMP-Munition gesammelt hätten, aber kein TMP hätten. Das wäre ärgerlich. Scheiße. Ich hatte so eine gute Präzision gehabt, Mann. Unbedingt die Arsch. So. So. Alles klar.